Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Die Tage werden wieder länger, es wird wärmer draußen, sprich die Portabelsaison beginnt. Und das ist so üblicherweise der Zeitraum im Jahr, wo man dann auch mal schaut, was kann ich denn noch verbessern an meiner Portabelstation? Und nicht selten läuft es dann auch auf die Antenne hinaus. Aus diesem Grund möchte ich euch in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder interessante Portabelantennen vorstellen. Und wir starten heute mit einer sehr interessanten Antenne, der Comunica HF Pro 2 Plus. Comunica ist ein spanisches Unternehmen, also hier in Europa produziert, und die bieten ein sehr breites Programm an. Und die HF Pro 2 Plus, das ist sicherlich eine der interessantesten Antennen. Ja, bevor ich die jetzt euch aber zeige, noch mein Dank an die Firma Maas Elektronik, die mir freundlicherweise hier die Antenne für diesen Review hier zur Verfügung gestellt haben und wo ihr die natürlich auch kaufen könnt. Den Link dazu, den findet ihr wie immer hier unten in der Beschreibung des Videos. Starten wir als allererstes mal mit den technischen Daten. Die Antenne, die kommt hier in so einer klassischen Kunststoffverpackung, in so einer Taschenverpackung, hätte ich jetzt beinahe gesagt, wie das bei vielen anderen Portabelantennen auch der Fall ist. Und hier sind oben auch die technischen Daten einmal zu sehen. Ich lege die euch immer hier ins Bild und dann gehen wir die ganz kurz einfach durch. Die Frequenz der Antenne hier ist einmal das 80 Meter Band, dann von 7 bis 30 MHz durchgängig. Warum da so eine Lücke ist, zeige ich euch gleich. Dann könnt ihr auf 50 MHz arbeiten, sprich im 6 Meter Band, und im 2 Meter Band ist ebenfalls Betrieb möglich. Das heißt, fast alle wichtigen Bänder sind hier abgedeckt, bis auf das 60 Meter Band, aber das ist ja eher so ein Randband, das sage ich jetzt mal. Die Leistung 130 Watt kann die Antenne abhaben. Das bedeutet, ihr könnt die dann auch zum Beispiel auf einem Field Day nutzen mit etwas größeren Geräten, wie zum Beispiel einem ICOM 7300, der ja 100 Watt liefern kann oder bis zu 100 Watt, nicht nur mit kleinen QRP-Geräten. Die Impedanz natürlich 50 Ohm, das SWR niedriger als 1,5. In den meisten Fällen ist es sogar deutlich besser, wenn man die Antenne optimal eingestellt hat, hat man da wirklich teilweise wirklich gutes SWR. 1,1 habe ich hier schon gehabt. Alles wunderbar. Ja, der Typ, es ist ein Viertelwellenstrahler, das seht ihr hier, den wir hier haben. Und das bedeutet, wir haben natürlich hier nur den Strahler, müssen also selber noch für ein Gegengewicht sorgen. Wie man das macht, zeige ich euch gleich. Dann die Aufbaulänge 2,5 Meter, das ist relativ viel. Die Antenne ist also im aufgebauten Zustand relativ groß für so einen Vertikalstrahler, für so einen Viertelwellenstrahler. Und das ist eigentlich auch immer eine gute Sache. Ja, Antennen, Portabelantennen sind im Optimalfall im Packmaß, wenn sie zusammengepackt sind, klein. Ja, und wenn sie dann aufgebaut sind, dann groß. Das ist wirklich hier optimal. Und die ist mit 2,50 Meter, gehört die auch im Vergleich zu den größeren Antennen. Das Gewicht 425 Gramm, werden wir gleich aber auch nochmal überprüfen. Und hier der Anschluss, ein klassischer PL-Anschluss, ist hier unten drunter verbaut. So, dann wird es Zeit, die Antenne mal auszupacken und uns den Lieferumfang anzuschauen. Hier haben wir zunächst einmal eine Anleitung, die hier mit dabei ist, in unterschiedlichen Sprachen, Spanisch, Italienisch, Englisch und hier ist auch Deutsch. Hier seht ihr nochmal die Daten der Antenne zusammengefasst. Hier ist dann eine kurze Betriebsanleitung, worauf man achten muss beim Zusammenbau. Auf der Rückseite gibt es aber auch nochmal eine Grafik, wie das alles dann aufgebaut wird, welches Zubehör interessant ist. Und auch hier seht ihr das, einen Graphen, wo ihr so ein bisschen abschätzen könnt, wie ihr die Antenne einstellen müsst. Das ist ganz wichtig, zeige ich euch aber gleich auch nochmal. Ja, dann haben wir die Antenne selbst, die besteht im Prinzip aus drei Teilen. Wir haben hier zunächst einmal eine Teleskopantenne. Das ist eigentlich so das, was die Antenne wirklich lang macht. Die können wir ausziehen. Ich zeige die euch aber später auch noch in einem aufgebauten Zustand. Und das ist hier, wenn wir das mal richtig ausziehen, dann wird das ziemlich lang.
Ihr seht das. Das ist der Hauptstrahler im Prinzip für die Antenne. Also wo wir die Leistung quasi hier raushauen. Dann gibt es einen zweiten Teil. Das ist der hier. Der dient zum Einstellen der Frequenz. Das funktioniert folgendermaßen. Es gibt hier ein kleines Gewinde. Das schraubt man zunächst mal so ein bisschen auf. Und dann kann man hier das verschieben. Es gibt hier eine Skala in Zentimetern, wo ihr so ein bisschen abschätzen könnt und wo ihr euch merken könnt, ja, bei welcher Einstellung habe ich denn welche Frequenz. Üblicherweise ist es natürlich so, je tiefer man das nach unten schiebt, umso höher wird die Frequenz, und wenn ich das weiter auseinanderziehe, dann komme ich eben in die tieferen Bänder rein. Die Antenne wird ja dann länger. Ja, so wird die Antenne dann quasi eingestellt, die Frequenz eingestellt, und das ist eigentlich eine schöne Sache, weil das hier nicht so ist wie bei anderen, wo man irgendwelche Stecker einsteckt und dann bestimmte Bandbereiche nur arbeiten kann, sondern hier bin ich wirklich flexibel, so wie Sie auch schon eben da gelesen habt. Ich kann wirklich einstellen von 7 bis 30 MHz, und zwar alles, nicht nur die Amateurfunkbänder, auch die Radiobänder oder zwischen den Bändern kann ich die Antenne hier resonant schalten, und das ist eine schöne Sache. Die wird relativ einfach dann eingestellt, hier auf die entsprechende Frequenz, dann nochmal festgeschraubt, und dann kann die gearbeitet werden, und wenn man die Frequenz ändern will, einfach kurz aufdrehen und wieder ein bisschen ändern. Ja, und wie gesagt, ich habe mir hier die einzelnen Positionen für die einzelnen Bänder aufgeschrieben auf einem separaten Blatt, und dann kann ich das hier wunderbar einstellen. Ja, unten drunter seht ihr, ist der PL-Anschluss. Das heißt, hier kann die Antenne aufgeschraubt werden, zum Beispiel auf einen Standfuß, zeige ich euch gleich aber auch, schraubt man die dann drauf und kann die dann nutzen, etwa auf dem Autodach oder aber in abgesetzter Form. Ja, wenn ihr 80 Meter machen wollt, dann gibt es hier noch eine zusätzliche Spule, eine Extraspule, nur für 80 Meter. Da ist also noch mal jede Menge Band drauf, und damit bekommt man die Antenne entsprechend lang, den Strahler entsprechend lang, sodass man auch 80 Meter dann arbeiten kann. Euch muss aber natürlich klar sein, so eine aufgewickelte Spule, das bedeutet zwar, ich komme zwar irgendwie auf die notwendige Länge, aber es geht hier auch viel Leistung verloren. Aus diesem Grund, je tiefer das Band natürlich, umso mehr Spulen habe ich. Auch hier sind ja im Prinzip, ist ja eine Spule drin, eine verstellbare Spule sozusagen, ein Spulenkörper, wo ich dann einen bestimmten Abgriff an einer bestimmten Stelle einfach nur mache, indem ich hier ziehe. Je länger oder je mehr Spule ich nutze, umso schlechter wird natürlich auch die Performance der Antenne. Das heißt, tendenziell ist so eine Antenne, so ein Vertikalstrahler, das betrifft auch alle anderen, auf den höheren Bändern besser. Und je mehr man hier dann dazufügt, so ein 80-Meter-Modul, man kann dann zwar 80 Meter machen, aber da darf man natürlich keine Wunder erwarten. Ja, ihr seht hier aber dann auch schon mal direkt einen ganz tollen Vorteil der Antenne. Die besteht wirklich nur aus diesen drei Teilen. Und ihr seht es auch von der Länge her. Ich halte euch mal hier ein Zentimetermaß dran. Wir sind hier auf einem Packmaß von insgesamt 31,5 Zentimetern und einer Breite, ja, von so 5, 6 Zentimetern, die wir hier haben. Wenn wir diese drei Sachen nutzen, dann können wir das natürlich auch noch so hier irgendwie zusammenpacken. Irgendwie, das lässt sich also ganz klein zusammen machen. Und wenn wir die 80 Meter nicht machen wollen, was vermutlich der eine oder andere dann auch gar nicht machen möchte, dann beschränkt sich das hier nur auf diese zwei Teile. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Man muss nichts groß, 100.000 Teile zusammenschrauben, hat keine Sachen, Kabel, die man noch stecken muss, die vielleicht verloren gehen können. Man hat keine kleinen Schräubchen, die irgendwie festgedreht werden müssen. Nur diese zwei Teile, das ist mein Strahler. Ich kann alle Bänder einstellen, hier von 7 bis 30 MHz. Kann die auch nutzen für 6 Meter und 2 Meter. Also eine super Sache, super kompakt. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz großer Vorteil der Antenne. Ich lege die euch auch noch mal gerade hier auf die Waage, dass ihr das Gewicht noch mal sehen könnt. Zunächst mal hier ohne die 80 Meter Spule sind wir bei 324 Gramm. Und jetzt noch mit 80 Meter Spule, ich versuche das mal hier, hoffentlich hält das, da sind wir bei 460 Gramm. Also ihr seht, das Ganze hat auch kein Gewicht, und wenn man die 80 Meter Spule zu Hause lässt, hat man ein super kleines Packmaß und hat auch ganz, ganz wenig Gewicht. Das passt überall noch zusätzlich mit rein. Ja, und dann braucht man im Prinzip nur noch ein Antennenkabel, irgendwie eine Art Fuß und natürlich ein Gegengewicht, und darüber sprechen wir jetzt. Ein Punkt, der immer wieder vergessen wird bei solchen Vertikalstrahlern, ist, dass man ein Gegengewicht braucht. Viele kaufen sich so eine Antenne, wuscheln damit irgendwie rum
und stellen fest, boah, die Performance ist ganz schlecht, ich erreiche nichts damit. Und da muss man sagen, welches Gegengewicht hast du denn? Ein Gegengewicht, um das nochmal klar zu machen, wir haben hier unseren, stellt euch vor, einfach einen Dipol, ja, mit seinen zwei Hälften, und wir klappen jetzt den einen Dipol mal nach oben. Das hier ist unser Strahler, das ist im Prinzip diese Antenne, dieser Mast, den wir jetzt nach oben aufbauen. Wir brauchen aber noch hier die andere Hälfte, die brauchen wir auch noch an unserem Dipol, eben das sogenannte Gegengewicht. Ja, und wenn man kein Gegengewicht hat, dann nutzt die Hochfrequenz im Prinzip die blanke Erde unter euch als Gegengewicht, und die ist nicht wirklich abgestimmt, funktioniert nicht wirklich gut, vor allen Dingen, wenn der Boden sehr, sehr trocken ist, und entsprechend schlecht wird dann auch die Performance einer solchen Antenne. Ja, um das zu vermeiden, solltet ihr also tunlichst aktiv versuchen, ein gutes Gegengewicht für eine solche Antenne zu organisieren. Und das kann zum Beispiel sein, ein Standfuß, den ihr aufs Autodach pappt. Ich habe hier diesen Standfuß, nennt sich MAC 16 HQ, glaube ich, ist auch übrigens von Mars und ist wirklich ein super Magnetfuß hier fürs Auto, mit tollem Kabel drum und auch einem schönen Gummi unten drunter. Ich habe ganz, ganz kurz, was nur als Einschub, ich habe wirklich schon Magnetfüße en masse in die Tonne geschmissen, weil die einfach schlecht waren. Vor allen Dingen so Billigteile, die man auf eBay oder Amazon bekommt. Einfach weil der Gummi unten drunter gerissen ist nach kurzer Zeit und man die nicht mehr verwenden konnte. Das hier ist wirklich ein super Magnetfuß, kann ich euch nur empfehlen. Verlinke ich euch am besten auch und vielleicht machen wir auch mal ein eigenes Video darüber. Den pappt ihr, einen solchen Magnetfuß pappt ihr auf die Mitte eures Autodachs, und dann ist das Blech eures Autodachs quasi das Gegengewicht. Hier ist entscheidend die Fläche natürlich, denn je größer oder je tiefer das Band, je niedriger ihr also mit den Bändern geht, auf 40 Meter, 80 Meter, dann braucht ihr viel Dachfläche, damit das funktioniert. Und die habt ihr aber nicht. Ihr habt kein LKW-Dach zur Verfügung. Aus diesem Grund, mit einem kleinen PKW-Dach ist die Performance bei den höheren Bändern, 15 Meter, 10 Meter, 6 Meter, 2 Meter, ist die relativ gut. Aber je niedriger ihr geht auf einem Autodach, umso schlechter wird die Performance. Ja, und dann kann man einen solchen Standfuß hier einfach nehmen, setzt dann die Antenne hier einfach drauf, schraubt die drauf, setzt die auf die Mitte des Autodachs. Und dann noch hier den Strahler im Prinzip montiert. So ist im Prinzip hier die Montage. Und dann kann man das entsprechend nutzen. Stellt das Ganze so ein. Hier oben natürlich auch noch ausziehen. Zeige ich euch aber gleich, wenn wir draußen sind. Und dann kann man dann die Antenne so benutzen. Hier ein dünnes Kabel dran, aber ein gutes, hochwertiges Kabel mit einer entsprechenden Türdurchführung hier, sodass ihr da auch an der Tür durchkommt. Und dann könnt ihr aus dem Auto heraus damit schon bequem eine ganze Menge machen. Im Idealfall sorgt ihr aber selber dafür, dass ihr ein noch besseres Gegengewicht bekommt. Und das könnt ihr zum Beispiel machen mit einem Radial-Satz. Radial-Sätze könnt ihr fertig kaufen, aber das ist wirklich keine Hexerei, kann man sich auch selber basteln. Ich habe hier einfach vier einfache Drähte, Boxendrähte, sind das hier so einfache zweiadrige Leitungen. Ihr seht das da, vier Stück zusammengekrimmt hier drin. Und die sind jeweils doppelt, das heißt, ich habe hier insgesamt 8 Leitungen, die sind 10 Meter lang, das heißt, ich kann das hier aufmachen und kann das verteilen in alle Himmelsrichtungen. Und das Ende, das hier, wird dann einfach nur hier unten kurz angeschraubt. Ich zeige euch das mal gerade, klemmen das also quasi hier so ein bisschen ein, einfach da drunter, ja, so dran und festdrehen. Dann wird das hier eingeklemmt und dann kann ich den Radial-Satz verteilen und dann habe ich ein gutes Radialnetz auf dem Boden. Länge, wie gesagt, 10 Meter, 4 Drähte, 2-adrig. Dann hat man hier schon ein gutes Gegengewicht auch für die niedrigen Bänder geschaffen. Ja, und jetzt schauen wir uns das Ganze am besten auch nochmal draußen an. Hier seht ihr die Antenne jetzt mal im aufgebauten Zustand, komplett ausgezogen. Der Hauptstrahler auf die 80 Meter Spule habe ich verzichtet und dann kommt hier unten dann das letzte, das Schiebeelement mit dem Standfuß. Da habe ich den Gummiüberzug unten abgemacht. Das geht hier bei dieser Variante, das ist eine schöne Sache. Dann kann man das nämlich eben auch mal hier auf so einen Rasen stellen. Ja, und unten dann seht ihr zum einen die Antennenzuführung und zum anderen die Radials. Um die Antenne jetzt grob auf dem Band einzustellen, habe ich das Band hier aktiviert
und auch mal die Lautstärke aufgedreht. Hier das, den oberen Teil ganz nach oben geschoben und jetzt gehe ich langsam runter und dann hört man schon, dass es irgendwann lauter wird. Jetzt. Und dann hört man anhand der Stärke des Rauschens schon ganz gut, wo man ungefähr ist. Jetzt wird es wieder ein bisschen leiser. Ja, und dann weiß man schon, hier ungefähr, hier ist man richtig. Und jetzt geht man dann in das Gerät rein und schaut da nochmal nach dem SWR. Hier am ICOM IC705 geht es jetzt relativ einfach, denn ich kann jetzt hier das SWR-Meter einmal auswählen, treffe hier die entsprechenden Einstellungen, gehe dann einmal hier auf Start und ja, geh mal durch und da seht ihr schon, ich bin hier eigentlich schon ganz gut, aber wir sehen auch, die Antenne ist hier unten besser. Das heißt, sie ist noch ein bisschen zu lang und das bedeutet, wir müssen sie ein Stück weit wieder reinschieben und das mache ich jetzt. Also, ein bisschen muss sie noch nach unten. Das heißt, wir müssen dieses oberen Teil ein bisschen runterschieben. Und wenn ihr das macht, dann merkt ihr schon, das rastet so ein bisschen, so zack. Zack, und dann macht ihr einfach mal so zwei Rastungen, vielleicht drei, vielleicht vier, müsst ihr ausprobieren. Mehr nicht erstmal, denn das ist meistens dann schon ausreichend. Und jetzt gehen wir nochmal zurück ans Funkgerät. So, hier gehen wir jetzt nochmal schnell durch, das heißt hier einmal nochmal auf Play und dann. Ja, und da seht ihr, jetzt ist sie eigentlich ganz gut. Wir sind hier bei 14.200, also ab dem SSB-Bereich im Prinzip sind wir eigentlich unter 1,5. Wir haben sie jetzt vielleicht ein bisschen zu weit reingeschoben, also zu kurz gemacht. Könnten sie noch eine Rastung jetzt nach oben setzen, dann wäre es sicherlich perfekt. Aber so kann man zum Beispiel die SSB-Stationen dann schon arbeiten. Ja, wenn dann alles richtig eingestellt ist, dann seht ihr plötzlich auch jede Menge Stationen hier auf dem Band. Ich kann mal ein bisschen hier einfach mal drüber scrollen. Und seht ihr auch, wie gut hier die Antenne empfängt, wie sauber auch hier das Signal-to-Noise-Ratio ist. Also wunderbare Sache, das klappt hier wirklich hervorragend. Und gerade an so einem Contest-Wochenende sind natürlich auch viele Stationen hier auf dem Band. Und ja, dann kann man wunderbar auch mit so einer kleinen portablen Antenne arbeiten. Vor allen Dingen natürlich, wenn man draußen irgendwo ist, denn da sind die Störungen, die man so im urbanen Umfeld hat, natürlich deutlich geringer. Kommen wir abschließend noch zu einem Fazit. Mir persönlich hat die Communica HF Pro 2 Plus sehr gut gefallen. Es ist eine klein zusammenlegbare, leichte Antenne, die man also easy überall hin mitnehmen kann, die aber im aufgebauten Zustand eine gute Länge hat und auch eine gute Performance. Apropos Performance, man kann problemlos mit der Antenne Europa-Verbindungen machen. DX-Verbindungen habe ich auch ausprobiert, geht auch allerdings im Moment zumindest nur in speziellen Modi, also FT8 zum Beispiel, so Weak-Signal-Geschichten. Damit kriegt man auch DX-Verbindungen hin. Wenn man auf ein gutes Gegengewicht achtet, da weise ich nochmal darauf hin an dieser Stelle. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig bei solchen Vertikalstrahlern. Ihr könnt die mit Magnetfuß aufs Autodach pappen, das geht. Dann ist die relativ gut einsetzbar auf den oberen Bändern. Wenn ihr auch die unteren Bänder arbeiten wollt, dann hier ein solches Radial-Netz am besten selber bauen. Habe ich ja hier ganz kurz angesprochen. Und das ist ja auch, ihr seht das, ebenfalls nicht wirklich groß und trägt nicht groß auf. Kann man also auch bequem immer mitnehmen. Einziger Nachteil der Antenne ist der relativ hohe Preis. Knapp 150 Euro kostet die. Das ist natürlich schon ein bisschen für einen solchen Vertikalstrahler. Aber ich persönlich finde, das ist durchaus in Ordnung, wenn man bedenkt, dass erstens die Qualität stimmt und zweitens, dass man die Antenne auf vielen Bändern einsetzen kann. Nicht nur übrigens auf den Amateurfunkbändern, auch zum Beispiel für CB-Funk kein Problem. Oder eben einsetzen, hier, wenn man Radio hören will, auf den Radiobändern ist das ebenfalls möglich. Man muss nicht lange rumstecken, sondern man kann hierüber bequem variabel einstellen. Und das Schöne daran ist, es kann auch nichts verloren gehen. Auch das hat mir sehr gut gefallen. Bei diesen Kabelgeschichten ist das immer so eine Sache. Und da weiß man auch nie so gut, wie sind die Kontakte. Hier ist das alles sehr, sehr gut und flexibel
einstellbar. Ja, mir hat es, wie gesagt, hat die Antenne sehr gut gefallen und kaufen könnt ihr die, da weise ich nochmal drauf hin, beim Sponsor dieses Videos, der Firma Maas Elektronik, die mir die hier für diesen Review zur Verfügung gestellt hat, sodass ich die euch jetzt hier zeigen konnte und wo ihr die Antenne natürlich auch kaufen könnt. Den Link dazu, den findet ihr wie immer hier unten in der Beschreibung des Videos. Dort findet ihr übrigens auch einen Link zum Funkwelle T-Shirt Shop, wo ihr dieses und andere coole Amateurfunk T-Shirts kaufen könnt und mit dessen Kauf ihr den Betrieb dieses Kanals dann auch so ein bisschen unterstützt. Ja, zum Abschluss würde mich natürlich noch eure Meinung interessieren. Die könnt ihr mir gerne hier unten in die Kommentare reintippen. Habt ihr auch solche Antennen? Wie sind eure Erfahrungen? Was haltet ihr von der Communica? Schreibt es mir hier unten rein in die Kommentare. Wenn ihr schon mal unten seid, vergesst nicht, auch einen Daumen nach oben dazulassen, falls euch das Video gefallen hat. Gerne könnt ihr es auch weiterempfehlen und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit wir hier gemeinsam weiter wachsen. Ja, zum Abschluss, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.